Bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, ich habe einfach richtig dicke Eier. Und mit richtig dicken Eiern meine ich richtig dicke Eier. Und natürlich die Subs. Küche sieht katastrophal aus. Ich muss das echt in den Griff bekommen. Vom Studio brauchen wir gar nicht erst sprechen. Niemals habe ich gerade meine verschollene Brille gefunden. Das gibt's nicht. Oh mein Gott, Leute, das ist der Beweis, sein Auto sauber zu machen. Ich hab keinen Bock auf Cardio! Andere ziehen sich einen Booster. Ich ziehe mir Elektrolyte. Spaß, hier sind 200 Milligramm drin. Wie ist das Problem, dass ich jetzt schon auf Toilette muss? Und wir haben gerade mal angefangen. Aber ich ziehe durch. We did it. Und das ist definitiv das falsche Video, um es im Gym anzuschauen. Dings. Ist es bei euch auch so warm? Mädel, Leute, da bin ich wieder. Schön auf dem Crosstrainer das Tomatolix-Video anschauen. Wie ist es, beim Frauenarzt zu sein? Der Typ neben mir hat sich nicht mehr eingekriegt. Da kamen immer nur solche Blicke rüber. Beste! Was noch am besten ist, ich habe keine Ersatz... Der Herzinfarkt. Ihr habt keine Ersatz-Boxershorts dabei. Deswegen wird jetzt ohne eine Boxershorts der Einkauf rausgezimmert. Ich verliere minimal meine Hose. Ich schwöre, gleich ist die Hose unten, Mann. Ich sag ehrlich, wenn es mit YouTube nicht mehr läuft, dann werde ich Bäcker. Selbst gemacht. Ich nehme das von gestern zurück. Heute habe ich richtig dicke Eier. Derzeit kümmere ich mich auch um einen Pflegefall aus der Familie. Und an sich, ihm geht's gut, aber manche Situationen sind wirklich zu funny. So dieser kurzzeitige Gedächtnisverlust, ich pack's nimmer. Ihr müsst euch überlegen, wir sind so in der Küche, wir beide. Ich habe gerade Essen für ihn organisiert. Er sich voll drüber gefreut, ist zum Kühlschrank gegangen, hat die erste Sache ausgepackt, gesagt, oh, Kassler hast du mir gemacht. Ich sag, natürlich habe ich die Kassler gemacht. Ist zur Mikrowelle gegangen, um das wieder aufzuwärmen. Hat das nicht so ganz hinbekommen. Ich habe es dann für ihn gemacht, ihm nochmal gezeigt, wie es funktioniert. Ich in der Zeit seine Medikamente und Supplements vorbereitet, wo ich auch ein scharfes Auge drauf habe. Und in der Zeit dreht er sich wieder um, geht zum Kühlschrank, sagt, oh, Hühnerfrikassee. Holt das Hühnerfrikassee da raus, sagt, kann man das essen? Nee, muss man in der Mikrowelle fertig machen. Dreht sich um, geht zur Mikrowelle, sagt, oh, was ist denn da drin? Ja, da ist dein Essen von gerade drin, das du dir fertig machst. Ich mach mir gerade schon was zu essen, dann brauche ich das Hühnerfrikassee ja gar nicht. Geht wieder zum Kühlschrank, freut sich übertrieben, dass da noch mehr Essen drin ist, was ich organisiert habe. Oh, was ist denn das für Leckereien hier im Kühlschrank noch? Kartoffeln? Ja, habe ich dir doch mitgebracht. Denkst du, ich habe dir nur eine Mahlzeit organisiert? Aber denk dran, dein Essen ist noch in der Mikrowelle, was du dir gerade fertig machst, ne? Ja, Kartoffeln wären jetzt richtig gut. Was riecht hier eigentlich so gut? In der Mikrowelle Kassler? Ja, das ist das, was du dir schon seit 3 Minuten fertig machst. Und die ganze Armatur steht halt komplett voll mit Essenssachen, die ich natürlich wieder weggeräumt habe. An sich eine ganz funny Story, aber ich pack's einfach gar nicht mehr. Ah, das Schönste ist, dass er dabei natürlich auch selber lacht, wenn ich ihm erzähle, was er dann so gerade gemacht hat und er dann so ein bisschen realisiert, oh, ich habe echt Gedächtnisverlust, Mann. Ich weiß, Thema Eier, aber hear me out. Ich war gerade beim Bauern. Welches Ei ist wohl vom Bauern? Das Teil ist so groß wie die Hälfte von einem 0,3er-Glas. Und fast eine ganze Elfbar. Guten Tag, Landes-E-Zigaretten-Medienanstalt. Nein, ich dampfe nicht. Das ist ein Utensil zur Dekoration dieses Studios. Ah, Krampf. Ah, warum? Guck mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber morgens die Sonne zu genießen. Zum einen extrem gut. Ich benutze ja gerade das Whoop-Band und damit kann ich genaue Analysen tätigen. Was gut ist für mich und was nicht. Und so Morgensonne ist so krass. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber aufzuwachen und es scheint die Sonne, es gibt mir so viel Energie. Es ist der Wahnsinn. Plus 8 Morgensonne ist ja wirklich geistkrank. Und ich dachte mir, neben den ganzen Selbstexperimenten, die ich jetzt auf diesem Kanal mache, es müssen auch wieder Vlogs kommen. Ich habe so viele Dinge, die ich noch erzählen will, die ich euch zeigen will, sei es Biohacking-Stuff, wie man das Beste aus sich selbst rausholt, Sport, Tipps und Tricks. Oder ich auch mal zeige, wenn es nicht so gut läuft. Finde ich persönlich sehr wichtig. Ich sag mal so, die Tage, an denen es mir wirklich gut geht, sind begrenzt und die möchte ich in Zukunft einfach mit diesen Videos hier nutzen. Auch wenn die irgendwie nicht so wirklich auf diesen Kanal passen, aber
Ich hab's einfach durch mit so vielen Kanälen erstellen und dann auf so vielen Kanälen Content zu erstellen. Ich versuche das jetzt alles wirklich auf diesen Kanal zu machen. Wie man anhand der Klicks sieht, es funktioniert nicht. Perfekt. Ich habe heute nur 6 Stunden geschlafen und sehe dementsprechend aus. Heute sind crazy viele Sachen passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es haben sich Leute in der Notaufnahme geschlagen, so gefühlt, weil die da über 2 Stunden gewartet haben. Wir haben ja gerade einen Pflegefall in der Familie. Bis hin zu mir hat eine Dame in einem Audi die Vorfahrt genommen. Ich bin ausgewichen und sie hat Fahrerflucht begangen. Nice. Und jetzt kommt der witzige Part beim Whoop, dass mir sagt, du hast gerade genug Schlaf bekommen, um den heutigen Tag zu überstehen. Ja, obwohl ich auf der Skala hier in dem grünen Bereich bin, geht es mir mental heute gar nicht gut. Ich und meine Freundin halten gerade Deep Talk. Und mir geht's gerade echt an die Substanz. Wenig Schlaf ist crazy. Und das, was am meisten abfuckt, ich kann gerade kein Video drehen. Außer jetzt hier diesen Vlog, weil ich mich gerade hier nicht verstellen muss. Aber ich würde jetzt so gerne ein Video drehen und ich kann es nicht. Ich versuche seit 4 Stunden Video zu drehen. Ich krieg's einfach nicht hin. Aber aus solchen Tagen lernt man. Und die sind extrem wichtig. Es gibt doch wirklich nichts Schöneres, als an einem Feiertag um 9 Uhr morgens zum Bauern zu fahren. Für richtig dicke Eier. Straßen hier sind nicht die breitesten. Yo! Bro, fahr doch einfach aus seiner Ausfahrt raus. Ja, fahr doch noch näher ran, du Volli. Und dann so nah hinter mir fahren, über 10 Minuten, das ist wirklich absolut dreist. Ich hoffe, dass dich heute Abend extrem viele Mücken heimsuchen werden. Ey, wenn ich eine Mücke wäre bei so einem Typen, würde ich mal diese Region so abchecken und da mal so ein paar Stiche verleiten. Ihr müsst euch überlegen, ja. Es gibt Leute da draußen, die sagen, ich habe Probleme, meinen Proteinbedarf zu decken. Und dann look at that beauty. Wenn ich hier sowas sehe, geht mir mein Herz auf. I got you, man. Ungelogen, mein Frühstück der letzten 6 Monate. Das ist brutal. Oh. Oh. Mein Nachbar kam auf die glorreiche Idee. Draußen gefühlt 30 Grad und er spritzt da erstmal schön seine Pflanzen mit Essigsäure ab. Es ist halt Unkraut, meine ich. Guck mal, wie rot ich bin. Das reizt so heftig in den Augen. Warum denn heute? Bro, durch die Hitze, es steigt hier alles hoch. Obwohl, vielleicht fallen dann auch meine Stoppel endlich mal aus, dass ich Bart nenne. Brauche ich nicht mehr rasieren. Und während meine Augen jetzt gerade hier komplett verätzt werden, schauen wir uns mal ganz genau an, wie habe ich geschlafen? Wie war der Tag gestern anhand von Analysen vom Whoop-Band. Ich muss dazu sagen, gestern war der Tag emotional, psychisch sehr anstrengend, weshalb man jetzt hier erkennen kann, dass meine Erholung nicht die beste ist. Wir sind hier im gelben Bereich, es geht von grün-gelb zu rot und in dem Bereich habe ich mich auch schon mal befunden, es war die absolute Hölle. Und hier können wir ganz genau sehen, wie ich geschlafen habe. Mein Tiefschlaf hat abgenommen, das ist ein bisschen mies und meine Wachzeit ist auf jeden Fall deutlich erhöht gewesen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe meine Routine gebrochen und bin gestern 1 Stunde früher schlafen gegangen. Das ist natürlich sehr optimal. Es ist so crazy, aber hier immer um diese Zeit, 1.51 Uhr, quasi 1 Stunde nachdem ich immer einschlafe, wache ich noch einmal auf. Und das ist auch die Zeit, wo ich meistens anfange, Schlaf zu wandeln. Ich weiß doch nicht, warum. Doktor, können Sie mir helfen? Da sieht man es auch anhand der Effizienz. Ich habe gerade keine Regelmäßigkeit in diesem Schlafrhythmus. Aber mein REM-Schlaf, also der Schlaf, der ausschlaggebend dafür ist, wie erholt wir eigentlich sind, ist leicht gestiegen. Und da habe ich gestern etwas Neues ausprobiert. Zu dem kommen wir dann aber gleich. Mein Stressmonitor heute ist auch schon auf Mittel. Bro, was mache ich denn? Und da sind wirklich starke Schwankungen mit dabei. Heute auf jeden Fall eine Hochleistungsarbeit. Ja, ich habe ein Video geschnitten. Ist sehr, sehr anstrengend für meinen Körper. Geht fast auf 3 hoch. Auch das zu sehen, ist schon irgendwie schockierend. Und wir bekommen ja noch eine Belastungs- und Erholungsskala, wo man ganz gut erkennen kann, dass ich gestern sogar im grünen Bereich auf 70% war und nicht viel gemacht habe, wie man anhand der blauen Skala sieht. Was soll ich sagen, Bruder, der Muskelkater war noch zu krass. Und ich habe herausgefunden, dass ich ein Problem habe mit meiner Erholung. Und um denen entgegenzuwirken, da ich auch sehr leidenschaftlich abends ein Netflix and Chill-Connoisseur bin, habe ich mir, um mir das nicht nehmen zu lassen, eine Blaulicht-
Brille geholt, die ich dann halt trage, um mein Melatonin nicht zu bumsen, um besser schlafen zu können und meinen REM-Schlaf von 10% auf mindestens 20% zu boosten. Ich glaube, die hat jetzt ein 20 oder was gekostet. Wirklich sehr geiles Teil. Wie schnell renne ich gerade? Es gibt so viele Dinge, die die Gesundheit beeinflussen und das sind wir meistens selbst. Selbst so eine Sache wie abends noch Fernsehen zu gucken, auf Monitore zu schauen, Handy in der Hand zu halten, das bumst unseren Schlafrhythmus und wir wundern uns, warum wir am nächsten Tag so kaputt sind. Und viel Schlaf heißt nicht, dass man gut schläft. Und da ich auch sehr geräuschempfindlich bin, habe ich mir die Kollegen hier gezogen, die Loop Plugs. Die steckst du dir vorm Schlafengehen wirklich richtig tief ein und dann ist so meine Geräuschempfindlichkeit ein bisschen besser gedämpft. Und das Whoop hat mir schon gesagt, dass die ersten Earplugs, die ich verwendet habe, das waren jetzt irgendwelche Schaumstoffdinger, dass die nicht so gut funktioniert haben wie jetzt die von Loop. Ich meine, im Endeffekt ist es doch irgendwie all the same, aber irgendwie auch nicht. Aber vielleicht ist es das extra Geld wert, was die Loops kosten. Aber diese ganzen kleinen Details helfen mir so viel, besseren Schlaf zu bekommen, obwohl ich teilweise sogar weniger schlafe. Gerade wenn man wie ich Nachbarn hat, die gerne mal abends Party machen, ist es schon ganz geil, sich die Dinge einfach reinzutun und einfach schlafen zu können. Gerade weil ich auch neben meine Freundin schlafe und natürlich auch Geräusche in der Nacht entstehen und ähnliches, um da einfach meinen Schlaf nochmal diesen kleinen Bonus zu geben. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr damit Erfahrung? Ich habe euch die Sachen auch mal in die Beschreibung verlinkt, damit ihr es auch mal selber austesten könnt. Vielleicht boostet es eurem Schlaf. Genauso wie mein. Weil mein Schlaf kaputt geht, nimm deiner. Natürlich dürfen die Subs nicht fehlen und danach wird abgefatzt. Oh nee. Man kann hier nicht mal mehr für 10 Sekunden entspannen und sein Proteinshake vergenusswirbeln. Nee, ich muss mich jetzt um Kinder kümmern, die solche Steine auf meinen Balkon schmeißen. Geil. Und das nach dem Training. Da werde ich richtig fuchsig. Junge, solche Brocken. Woher? Ey, was soll das? Ich schmeiß den einfach zurück. Ihr kleinen Mist. Alles super. Ich hab den, der den Stein hier hochgeworfen hat, auch mies ein ins Gesicht. Darauf jetzt erstmal. Der wohlverdiente Proteinshake. White Chocolate. Und es ist wirklich nicht mehr so schwer in 2024 einen geilen Körper aufzubauen und sich gesünder zu fühlen und auch zu sein und zu leben. Und da kommt Prozis ins Spiel. Wie immer könnt ihr 10% sparen auf Supplements. Wie Proteine, Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium, 250 Milligramm vor dem Schlafengehen und auch dein Schlaf wird sich verbessern. No joke. Es ist doch alles nur eine Frage der Entscheidung. Ihr müsst es aber auch nicht machen, ihr könnt auch kalt duschen, um eure Regeneration zu erhöhen. Oder ihr stopft euch das ein oder andere Ei mehr rein, was natürlich auch Eiweiß enthält und ganz viele Vitamine. Dann braucht ihr auch keine Supplements, ne? Es ist die Frage, ob man den leichten Weg gehen möchte oder den aus der Komfortzone. Kommt in die WhatsApp-Gruppe für einen massiveren Bizeps. Da gibt es auch Tipps und Tricks und ein bisschen was aus meinem Alltag. Vielleicht sogar so Rabattaktionen und ähnliches. Wir werden beim Outro gestört. Also die Weiber, da ist man hier wieder am Malochen. Nächstes Mal nehme ich euch mit zum Tätowierer. Da habe ich nämlich morgen einen geschäftlichen Termin in Dortmund. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Wir machen die Vlogs unfassbar viel Spaß, wirklich. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie eine Art Video haben, wo ich meine, ja, mein ADS auch irgendwie irgendwo rauslassen kann. Wer weiß, vielleicht schaut sich das Video auch keiner an, aber du kannst was dagegen verändern, indem du ein Like da lässt und ein Abo, dann wird nämlich auch nichts mehr verpasst. Jetzt werden sowieso um mich drum weitere Videos angezeigt. Ich werde ein Mainstream-YouTuber, das gibt's doch nicht. Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Macht's gut, wir sehen uns, see you!